Farbe von hier oben. Ja, ich habe hier den Michael und den Wolfgang mitgebracht. Wir wollen heute endlich das mobile Sägewerk einsetzen. Hinten haben wir zwei Stämme vorbereitet, die wir aufsägen wollen. Und dann steht hier hinten im Hintergrund eine Bank aus Eichebohlen. Die habe ich im Vorfeld gebaut gehabt und so eine wollen wir dann auch anfangen zu bauen und mal gucken, wie weit wir kommen. Ein Brett raus. Ach, 10 cm, oder? Ja, okay. Genau, jetzt kann man unter der 10. 10? Unter. Gut. Ja, ist hilfreich. Ich habe es auch schon alleine gemacht, nur da stehst du echt im Saft. Es gibt doch auch unterschiedliche Sägeblätter für einen Längsschnitt und einen Querschnitt. Genau. Gibt es doch auch bei den Ketten den Längsschnitt. Hier haben wir jetzt eine Längsschnittkette dran. Hier sieht man jetzt mit 10 Grad ist das Kettenblatt angeschliffen, das ist eine Längsschnittkette. Das gibt einen saubereren Schnitt, allerdings dauert es auch etwas länger beim Schneiden. Achso, da müssen wir nur die Steine mit rausnehmen, sonst sind die weg. Das müsst ihr jetzt passen. Genau. Wir können ja auch vielleicht Keile noch rechts und links, ha? Ja. Weil mit der Schmierung bei der Langkette, das ist so an der Grenze. Das funktioniert noch, aber deswegen muss auch das möglichst viel dann rauskommen. Besen dabei. Ah, oh, guck mal, wie schön. Das.
Alles gut. Okay, von meinem Schimpfer-Beitel noch was braucht, nehmt euch die euch auch noch.